Meine sehr verehrten Damen und Herren, Apokalypse oder Kampf um europäische Vormachtstellung, darum wird es jetzt gehen. Um Niedersachsen im Dreißigjährigen Krieg. Bitter genug. Schauen Sie sich dieses Bild an. Hameln wird belagert, 1633. Die Weserfestung. Belagert von einem welfischen Fürsten. Und drinnen sind seit etlichen Jahren feindliche Truppen, die katholischen. Ein erster Eindruck, was es vielleicht heißen könnte, dass dieser Dreißigjährige Krieg auch in Niedersachsen mit angerichtet hat. Über Augsburg, über Heidelberg, an vielen Stellen wurde im November 1618 ein schrecklicher Komet am Himmel gesehen. Und es heißt in einer Chronik, der etzliche Monat und gar bis in das folgende Jahr gesehen war, denn darauf in aller Welt Krieg, Aufruhr, Blutvergießen, Pestilenz und teure Zeit und unaussprechlich Unglück erfolget. Kein schrecklichen Komet man spürt, der nicht groß Unglück mit sich führt. Das ist etwa 100 Jahre nach dem Beginn der Reformation geschrieben worden. Wir denken so leicht, mit der Reformationszeit sei irgendwie weniger Aberglauben in die Gesamtwahrnehmung der Menschen hineingekommen. Nein, nein, eher im Gegenteil. Das Ringen um den rechten Glauben war ja nicht entschieden. Und wenn Sie meinen, dass die frühe Neuzeit im 17. Jahrhundert eine Zeit von hoher Rationalität war, so möchte ich nur darauf verweisen, es ist auch die Zeit der großen Hexenprozesse. Apokalypse liegt da nahe, Offenbarung des Johannes, Neues Testament. Weltuntergang droht, Komet als Zeichen dafür. Muss man Menschen, die Schreckliches begehen, muss man ihnen so etwas wie Hexerei zuschreiben, um sich heilen zu können? Und was man merkt, es war kühler geworden. Und die Wetterphänomene wichen stärker voneinander ab. Wir sprechen seit etwa 1560, für die Zeit ab 1560, von einer kleinen Eiszeit. Es ist eine Zeit der Geldentwertung, der Münzknappheit, obwohl seit dem 16. Jahrhundert so viel Edelmetall nach Europa gekommen war. Und dann, was man nicht vergessen darf, für die Zeit von 1618 bis 1648, die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Es war eine ganze Weile vergangen seit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555, der einen gewissen Ausgleich zwischen den Mächten gebracht hatte. Ich habe den Eindruck, die neue Führungsgeneration zu Beginn des 17. Jahrhunderts wusste gar nicht mehr, was da Schlimmes auch in den Religionsauseinandersetzungen Europa geschehen war. Ich glaube, sie war radikalisiert. Also Apokalypse oder Kampf um europäische Vormachtstellung, der Dreißigjährige Krieg in Niedersachsen. Was erwartet Sie? Natürlich der Prolog, da bin ich mittendrin. Dann möchte ich einen Blick auf den Raum Hannover richten zunächst, denn der Historische Verein für Niedersachsen hat ja seinen Stammsitz in Hannover. Dann möchte ich Ihnen die Protagonisten des Dreißigjährigen Krieges vorstellen und eingehen dann auf einen europäischen Krieg, der eben auch in Niedersachsen stattfand. Und Niedersachsen sehe ich dann immer in den Grenzen von 1946. Historisch unzulässig, ich weiß, und ich werde deshalb auch eine Territorialkarte aus dem 17. Jahrhundert zeigen. Schließen möchte ich mit Folgen, vielleicht bis heute. Sebastian Franz, der Maler aus Antwerpen, ist ein Mann, der viele Situationen aus dem Dreißigjährigen Krieg dargestellt hat, unter anderem eine solche Plünderung eines Bauernhofes. Wie grässlich mag es sein, wenn Soldaten eindringen, wenn sie Lebensmittel rauben, Pretiosen rauben, wenn womöglich junge Frauen vergewaltigt werden, alte Männer umgestoßen und umgebracht. Aber Realität in einem Krieg wie diesen.
Ich will etwas zum Weiterlesen Ihnen empfehlen. Zunächst das Buch von Johannes Burckhardt, Der Krieg der Kriege aus dem Jahr 2018. Er ist wohl der beste Kenner des Dreißigjährigen Krieges. Herfried Münkler, der bekannte Politologe und Historiker, hat den Dreißigjährigen Krieg auch unter dem Gesichtspunkt betrachtet, was er uns heute zu sagen hat. Georg Schmidt, der Jenaer Historiker, hat die Reiter der Apokalypse in den Mittelpunkt gestellt und damit auch die Dramatik und Mystik dieses Krieges. Der Engländer Peter H. Wilson betrachtet den Krieg aus der Perspektive des Militärhistorikers. Eingehen werde ich noch auf den Beitrag von Gerd van den Heuvel aus Band 3.1, erster Teil der Geschichte Niedersachsens. Er hat zusammengefasst, wie der Dreißigjährige Krieg in Niedersachsen geschah. Verweisen möchte ich auf Stefan Brüdermann, der über 1648 bis 1938 ein Buch herausgegeben hat und dabei sehr ausführlich über den Krieg im Schaumburgischen berichtet hat. Gudrun Pischke hat über den Krieg in Südniedersachsen berichtet. Ich nenne diese beiden Publikationen, weil sie sehr viel Material über das, was wir über Niedersachsen wissen, bereitstellen. Nicht zu vergessen, das Buch von Bodo Dringenberg und Stefan Kleinschmidt, Furie und Fortuna. Es ist ein erzählender Roman, aber ganz dicht an den Quellen geschrieben, durchaus lohnenswert, Hannover im Dreißigjährigen Krieg. Nun möchte ich zunächst einen Blick auf den Raum Hannover werfen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Hörerinnen und Hörer. Selbstverständlich, Prager Fenstersturz, das wissen wir 1618, war ein auslösendes Ereignis. Was dahinter steckte, dazu gleich mehr. Wenn ich mit Menschen, die heimatgeschichtlich versiert sind, gesprochen habe, so habe ich oft festgestellt, dass die Kenntnisse über den Dreißigjährigen Krieg in Niedersachsen oftmals falsche sind. Da wird bisweilen davon gesprochen, ja, viele Dörfer wurden damals aufgegeben. Nein, viele Dörfer waren in Mitleidenschaft gezogen, aber das große Dörfer aufgeben, das war die spätmittelalterliche Wüstungsphase in der Mitte des 14. Jahrhunderts. Kriegszerstörung aber allenthalben. Und Michel Obentraut, der deutsche Michel, wie es so heißt, ist in Seelze bekannt. Es handelt sich hier um eine Geschichte, die 1625 geschah. Er war bei Nienburg gewesen, er kämpfte auf der evangelischen Seite und die katholische Seite war dabei, den Kahlenberg zu bedrohen, die große Landesfestung, damals sehr bedeutend, viel wichtiger als die Festungsstadt Hannover. Der Kahlenberg bei Rössing und hier drohte Tilly ihn zu erobern. Er wollte entsetzen, aber das Entsetzen erreichte ihn. Er wurde in einer kleinen Schlacht bei Seelze getötet. Dass da Helm und Stiefel liegen, das gehört zu dieser Obentraut-Geschichte. Wenn sie übrigens über den deutschen Michel, fälschlich wird er mit ihm in Verbindung gebracht, mehr lesen wollen, da finden Sie doch etwas sehr Ausführliches auf der Wikipedia-Seite. 1618 hatte in unserem Raum zunächst. Oh, ich bitte um Nachsicht, ich blättere hier etwas falsch. So, jetzt habe ich nochmal die richtige Seite. 1618 wurde im Raum Hannover zunächst erstmal ganz anders begonnen. Es gibt die Hannover Chronik aus dem Jahr 1991, in der erzählend zusammengefasst wird, was so in diesen Jahren los war. Und 1618 berichtet diese Hannover Chronik: Vom 14. bis 17. Februar weilt Herzog Friedrich Ulrich in Hannover. Bei solchen Anlässen üblich, gibt der Rat ihm zu Ehren ein Festessen. An diesen 3 Tagen verspeisen der Fürst und sein etwa 200 Mann starkes Gefolge: 10 Kälber, einen Ochsen, 4 Ochsenköpfe und Füße, 4 Hinterviertel und 2 Schultern von Ochsen, 8 Ochsenzungen, 6 Hasen, 3 Schweine, 2 Schinken, 8 Lämmer, 12 Gänse, 2 Rebhühner, 2 Enten, eine ungenannte Zahl von Hühnern, 7 Mettwürste und so geht es weiter mit Karpfen, Aalen, Hechten und so weiter, 177 Pfund Butter beispielsweise, 83 Pfund und Speck. So wurde gefeiert, wenn der Landesfürst
in der Stadt war. Und überlegen Sie sich, wer hat denn das Vieh großgezogen? Es wurde sicherlich auf dem Klagesmarkt vor den Toren von Hannover gekauft, von den Bauern, die die Stadt Hannover versorgten. Oder gehörte es zu den Abgaben der Bauern an den Landesfürsten? Es war ja noch, wie wir sagen, die Zeit des Feudalismus, der bäuerlichen Abhängigkeit. Aber man wusste, Feste zu feiern und so auch in Hannover 1618 mit dem Landesfürsten. Hannover war eine Stadt von gut 5000 Einwohnern und Hannover hatte sich seit der Reformation in dieser Stadt 1533 prächtig gemacht mit internationalem Handel, Kontakte nach Antwerpen und so weiter. Aber 7 Jahre später, 1625, vermerkt die Chronik, General Tilly, Feldherr der katholischen Liga, warnt Hannover vor der Aufnahme dänischer Truppen. Sie erinnern sich, das ist das Jahr, als die Katholischen hier waren und obendraut für die Evangelischen kämpften. Rat und Gemeinde beschließen erstmals, verstärkt Soldaten anzuwerben. Tilly eilt von Sieg zu Sieg. Er hat das Calenberger Land, also südwestlich von Hannover, fest in der Hand. Viele wenden sich nach dem unzerstörten Hannover. Am 30. September sollen über 500 Wagen mit Flüchtlingen vor dem Leintor auf Einlass gewartet haben. Rat und Gemeinde beschließen, weder Truppen Tillys noch der Union, das sind die Evangelischen, in der Stadt zu dulden. In der Folgezeit wird die Stadt von dänischen Truppen, Unionstruppen, kurzzeitig besetzt. Was es mit den Dänen auf sich hat, dazu bald mehr. Im Oktober steht Tilly für einige Tage auf dem Littener Berg. Er fordert die Stadt auf, seine Truppen aufzunehmen am 25. Oktober. Aber tags darauf bricht er sein Feldlager zwischen Ricklingen und Pattensen ab und er verzichtet auf eine Belagerung von Hannover, wendet sich nach Hameln bzw. nach Minden und dort war er erfolgreicher. Hannover geht übrigens letztlich unversehrt aus dem Dreißigjährigen Krieg hervor. Die Stadt war genügend befestigt. Ich will ein weiteres konkretes Beispiel aus dem Raum Hannover Ihnen vortragen. Ich will auch aus dem Jahr 1625 aus der Wilkenburger Chronik der Kirche, Kirchenchronik berichten. Wilkenburg, also heute zu Hemmingen gehören, in der Leineaue südlich von Hannover. Den 30. Juli nachts haben die Tillischen Münder, Hallerspringe, das ist Springe am Deister, und Völksen ausgepochert und haben die Hausleute aus dem ganzen kahlenbergischen Lande nach der Stadt Hannover gescheuchet und gejagt. Ferner haben die Tillischen nicht allein hinter dem Deisterübel gehauset, besonders seien auch über den Deister kommen und zwischen Deister und Leine bis vor Hannover tyrannisiert, alle Dörfer bis an Hannover ausgepochert. Und die Leute, die sie angetroffen, greulich gepresst, mit sich genommen oder durchschossen, derowegen die Leute aus den Dörfern davonlaufen. Und so berichtet die Chronik weiter davon, wie die Bauern das Heer versorgen müssen und leiden unter den Truppen. Ich möchte diesen Blick in den Raum Hannover damit beenden, dass ich Gerd van den Heuvel zitiere, der in der Geschichte Niedersachsens Band 3.1 den Dreißigjährigen Krieg zusammengefasst hat. Er beginnt seine Ausführungen wie folgt: Innerhalb des Konfliktpotenzials, das die weltanschaulich verfestigten und zunehmend kompromissloseren Konfessionsparteien im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges angehäuft hatten, stand im Nordwesten die Frage der Bistumsbesetzungen an erster Stelle. Ich unterbreche das Zitat, das mag uns verwundern. Es ist aber nicht verwunderlich insofern, weil mit der Reformation versucht haben, Fürsten, die Bistümer, also das Hochstiftsgebiet, das Herrschaftsgebiet in ihre Hand zu bekommen. Deshalb weiter van den Heuvel.
Die Verfügungsgewalt über die reichsrechtlich noch nicht in ihrem Bestand gesicherten, aber je nach konfessionspolitischer Konstellation zwischen den konkurrierenden weltlichen Machtzentren umstrittenen geistlichen Wahlstaaten bildete den machtpolitischen Kern der Auseinandersetzung während des Dreißigjährigen Krieges in Niedersachsen. Ich zitiere nochmal weiter. Als die protestantischen Söldnerführer des böhmischen Winterkönigs Friedrich V. von der Pfalz, auch zu ihm nachher mehr, Ernst von Mansfeld und Herzog Christian, welfischer Administrator von Halberstadt, 1621-22 von den Truppen der katholischen Liga unter Tilly und der spanischen Armee des Generals Spinola aus der Pfalz vertrieben wurden, in niederländische Dienste traten und über Lothringen in den Nordwesten des Reiches auswichen, wurde deutlich, dass die sich anbahnenden militärischen Auseinandersetzungen auf niedersächsischem Gebiet nicht nur ein Teil eines deutschen Krieges sein würden, sondern dass auch sie eingebunden waren in eine Folge europäischer Konflikte und Hegemonialbestrebungen, die vornehmlich auf deutschem Boden ausgetragen wurden. Soweit das Zitat. Ich möchte Ihnen die Protagonisten, wenn man es so nennen will, etwas näher bringen. Da ist zunächst einmal der deutsche Kaiser zu nennen, Ferdinand II., ab 1617 König von Böhmen. Und das wird nochmal wichtig. Er hat radikal Rekatholisierung betrieben. Er hat in Kauf genommen, dass dafür Mitteleuropa in weiten Teilen zerstört wurde. Das ist höchst bedauerlich, aber wir müssen es wohl so benennen. Dann zeige ich Ihnen als Nächsten den bekannten Wallenstein. Eigentlich Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein, bekannt durch Wallensteins Tod und manches mehr. Er war Kriegsunternehmer. Heute würde man sagen Warlord. Warlord. Er war Kriegsunternehmer wie andere der Herren, die hier abgebildet sind, ebenfalls. Der Krieg ernährt den Krieg. Man zieht durch das Land und ernährt sich aus dem Land. Man versucht Geld zu erpressen von den Menschen, von den Städten, aus den Dörfern. Und man versucht Subsidien zu bekommen von den europäischen Großmächten, um auf diese Weise erfolgreich zu sein. Und Wallenstein war es. Aber er scheiterte auch. Daneben abgebildet in der Mitte Tilly, Johann Zerglas von Tilly aus Brabant. Er war ein Graf, der während des Dreißigjährigen Krieges als oberster Heerführer sowohl der katholischen Liga als auch ab 1630 der kaiserlichen Armee diente, berüchtigt durch sein brutales Massaker von Magdeburg 1631. Daneben Ludwig der 13. von Frankreich. Sie werden sagen, was hat mit Frankreich damit zu tun? Ich werde doch mehrfach darauf zu sprechen kommen. In Frankreich König ab 1610, zunächst unter der Regimentschaft seiner Mutter Maria de Medici, deren Vertraute ließ er dann schließlich ermorden, ab 1622 in Kooperation mit Kardinal von Richelieu eine europäische Zentralfigur vielleicht für den Krieg. Dann in der unteren Reihe Ernst von Mansfeld. Ja, geboren in Luxemburg und bei Sarajevo gefallen 1526. Er war einer der bedeutenden Söldnerführer. Auch er war ein privater Kriegsunternehmer, insbesondere in den Jahren 1620 bis 1626 einer der führenden Söldnergenerale im Kampf gegen den habsburgischen Kaiser und dessen Verbündete Spanien, Bayern und die katholische Liga. Und er hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass der Krieg in den deutschen Norden kam. Ebenso wie Christian II. Von Braunschweig-Wolfenbüttel, den ich schon genannt hatte, der tolle Halberstädter, der tolle Christian, sicherlich wohl ein genialer Feldherr, aber einfach auch ein Hau drauf und einer, der den Kampf sucht und will. Ein Kriegsunternehmer, brutaler Heerführer und zahlreiche Niederlagen. Hier wird er mit einer Verletzung am Arm gezeigt. Gustav Adolf II., von Schweden, gefallen 1632 bei Lützen. Ich werde darauf zu sprechen kommen, dass er
in den Krieg eingriff. Er, der Vasa-Herrscher aus Schweden. Warum griff er in den Krieg ein? Weil, dazu die Figur in der Mitte der unteren Reihe, Christian der Vierte, als ein wesentlicher Kämpfer für die evangelische Sache, versucht hatte, einen Sieg der Katholiken zu verhindern, aber seinerseits gescheitert war. Und einer, der in dem Krieg eine sehr eigenwillige Rolle gespielt hat, zunächst dem Kaiser treu blieb und am Ende eigentlich sehr erfolgreich war, Georg von Kahlenberg. So kennen wir ihn. Er hat 1636 Hannover als Residenzstadt bezogen und hat somit das Fürstentum Kahlenberg eigentlich wirklich in Wert gesetzt, von dem aus später seine Nachfahren Kurfürsten von Hannover und englische Könige wurden. Ja, ein europäischer Krieg in Niedersachsen. Ich habe hier die Bildnachweise. Da können Sie nochmal drauf schauen. Ein europäischer Krieg in Niedersachsen, das ist erstmal völlig eindeutig, wenn wir auf den Nordwesten schauen, bis hinunter nach Böhmen. Es ist hellgrau dargestellt auf der obersten Karte links, eher evangelisch, bleu, eher katholisch. Also es sieht aus wie ein Nord-Süd-Konflikt. Es sieht aus, wenn Sie sich die Karte unten rechts anschauen, die Karte der Territorien, aber auch wie ein Kampf um die verschiedenen lilanen Gebiete. Das sind diese Bistümer, zum Teil schon lutherisch, um die es geht. Und es geht also ganz handfest um Territorialhoheit in Mitteleuropa. Ein europäischer Krieg in Niedersachsen, da müssen wir auch einmal ganz kurz schauen auf Europa ganz generell. Deshalb diese Karte. Wir mögen zunächst an England denken, aber England war sehr mit sich selbst beschäftigt zu jener Zeit. Sie wissen vielleicht, dass König Karl I. 1649 in den internen Auseinandersetzungen hingerichtet wurde. Karl war zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges gescheitert, sich auf die evangelische Sache einzulassen, zu unterstützen. England spielt für den Dreißigjährigen Krieg kaum eine Rolle. Anders sieht es in Spanien aus. Wir müssen dabei bedenken, dass Spanien und Habsburg, also die beiden Ocker dargestellten Gebiete, in der Hand der Habsburger sind, also der Nachfahren von Karl V. Spanien hat ein starkes Interesse daran, selbstverständlich unberührt zu bleiben in seinen internationalen Besitzungen. Ein starkes Interesse daran, die katholische Seite zu unterstützen. Und ein starkes Interesse daran, Frankreich zu schwächen. Eine ganz eigenwillige Konstellation. Spanien ist auch involviert in einen großen Kampf in den Niederlanden. Die Niederlande werden ihre Unabhängigkeit am Ende erreichen. Es geht also den Spanier durchaus um den gesamten westlichen Gürtel Europas und das, was im Deutschen Reich passiert. Die nördlichen Niederlande, die Generalstaaten, gehören noch zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nationen, aber nur bis zum Kriegsende. Frankreich war gleichsam umschlossen und war sehr interessiert, sich gegenüber Spanien zu erwehren. An der Ostgrenze das burgundische Erbe in die eigene Hand zu bekommen und Einfluss im Norden zu erhalten, im heutigen Belgien. Frankreich war sehr interessiert daran, dass der deutsche Kaiser nicht zu stark wurde und machte deshalb öfter mit den Evangelischen gemeinsame Sache. Schauen wir einmal nach Norden. Da geht es zunächst einmal um Dänemark-Norwegen, die in einer gemeinsamen, also Personalunion, beherrscht wurden von Christian dem IV. Auf ihn wird noch deutlich zurückzukommen sein. Hier geht es darum, wer hat eigentlich die Ostseeherrschaft? Wird Dänemark-Norwegen diese Verbindung sein, Ostseeherrschaft, oder kann es Schweden sein? Schweden
hat nicht dieselben Interessen wie Dänemark, Norwegen, ganz im Gegenteil, hat seinerseits die Absicht, die Herrschaft über das Mare Baltikum zu erreichen. Nun möchten Sie sagen, da könnte Polen eine starke Rolle spielen, aber Polen war in der Tat in dem Konflikt um die Ostsee immer wieder beteiligt, aber hat sich aus diesen Gründen an den inneren mitteleuropäischen Auseinandersetzungen nicht beteiligt. Wir müssen auch einen kurzen Blick werfen auf den Südosten, das ist das große Osmanische Reich. Aber das Osmanische Reich war nach der Niederlage in der Seeschlacht von Lepanto 1571 gegenüber Mitteleuropa doch stark geschwächt und mit internen Herrschaftskonflikten sehr in Mitleidenschaft gezogen, sodass hier von dem Osmanischen Reich aus kaum ein Einfluss auf das Kriegsgeschehen geschah. Das änderte sich dann wieder nach dem Dreißigjährigen Krieg. Denken Sie an das Jahr 1683, die Türken vor Wien. Und in der Mitte das Heilige Römische Reich deutscher Nation, beherrscht vom habsburgischen Kaiser. Keiner dieser umliegenden Mächte hatte irgendein Interesse daran, dass der Habsburger Kaiser der mächtigste Mann hier werden könnte. Und auch die vielen kleinen Fürsten haben kein Interesse daran gehabt, dass der Kaiser zu mächtig wird. Also große europäische Auseinandersetzungen. Ich bediene mich hier der Karten des DTV-Atlas für Weltgeschichte und ich will die drei Stationen des großen Krieges Ihnen näher bringen, immer mit der Auswirkung auf den niedersächsischen Raum. Der Dreißigjährige Krieg begann ja, wie wir wissen, in Böhmen, hier bräunlich gestreift geführt. Erzherzog Ferdinand II., der dann deutscher Kaiser war, war zum böhmischen König gewählt worden. Böhmen hatte immer noch einen eigenen König. Und er versuchte mit allen Mitteln den dort kräftigen landständischen Adel zurückzudrängen, der überwiegend in der Husfolge evangelisch war. Die Adligen verboten sogar 1618 den Jesuitenorden und verscheuchten Ritter und Kirchenmänner, die dem katholischen König zuarbeiteten. Ja, sie vertrieben den König von Böhmen sozusagen und wählten Friedrich V. von der Pfalz zum König. Dieser Friedrich war Calvinist und ausgerechnet Führer der protestantischen Fürstenunion. Die protestantischen Fürsten hatten nämlich 1608 eine Union gegründet, die katholischen Fürsten 1609 eine Liga. Union gegen Liga. Das heißt, der oberste protestantische Fürst war nun König von Böhmen. Das konnte der Habsburger nicht mit ansehen. Und er zog in den Krieg. Und jetzt erinnern Sie sich daran, was ich zu Anfang gesagt hatte. Der Christian von Halberstadt, Cousin von Elisabeth, der Frau des Winterkönigs, mischte sich mit ein in den Krieg auf die evangelische Seite. Ja, und Ernst von Mansfeld hatte hier auch gekämpft. Aber die Böhmen verloren. Friedrich musste fliehen. Er herrschte nur einen Winter lang. Deshalb hieß er Winterkönig. Er floh nach Süddeutschland. Sie sehen da die weiteren Kämpfe und dann weiter nach Norden. Ja. Und damit gingen auch Christian von Braunschweig-Lüneburg und Ernst von Mansfeld erst in den Südwesten und dann in den Norden. In den Niederlanden hielten sie sich mit ihren Truppen auf. Und ihre Soldaten versorgten sie in Westfalen und in Westniedersachsen bis hinauf nach Ostfriesland. Nach dem Sieg gegen den Winterkönig konnte es die habsburgisch-katholische Seite nicht zulassen, dass ein starkes Heeresaufgebot
auf Seiten der Protestanten in Nordwestdeutschland stand. Da musste eingegriffen werden. Deshalb rückten ab 1623 die tillyschen Truppen nach Nordwesten vor und schlugen das Heer des tollen Halberstädters vernichtend. Wie ich schon am Beispiel von Hannover und dem Calenberger Land gezeigt hatte, 1625-26 war Tilly hier erfolgreich und die Katholiken sozusagen Herren über Norddeutschland. Denn die nächste Phase ist der dänisch-niedersächsische Krieg ab 1625. Das katholische Frankreich dachte, oh, wenn Ferdinand II., der Kaiser, so erfolgreich ist und seine Truppen in Norddeutschland stehen, was mag da geschehen? Sie hatten also gar nichts dagegen, die Franzosen, Truppen zu finanzieren, die Tilly versuchten zurückzudrängen. Und die norddeutschen Fürsten, ja, sie waren sich nicht einig, aber immerhin war man dann bereit, den protestantischen König Christian IV. Von Dänemark zu rufen. Die konnten das insofern machen, weil er gleichsam Oberherr des Niedersächsischen Reichskreises war. Christians Armee überschritt im Juni 1625 die Elbe. Man verhandelte über Winter 1625-26. Im Winter ist oft Pause im Krieg. Und dann passierte etwas ganz Schlimmes. In Lutter am Warenberge, ich werde das Schlachtbild nachher nochmal zeigen, am 27. August 1625 im Harzvorland, wurden die evangelischen Truppen, Ernst von Mansfeld und der tolle Christian, besiegt und sie starben. Tilly und Wallenstein eroberten in getrennten Feldzügen gesamt Norddeutschland, von Ostfriesland bis nach Pommern. Und 1629 wurde in Lübeck ein Frieden geschlossen. Und damit endete Christians des vierten Versuch, eine Hegemonie über Norddeutschland zu erlangen. 1629 schien der Kaiser und schien die katholische Partei abschließend gesiegt zu haben. Überall wurden hohe Geldforderungen eingetrieben und auch Verpfändung von Landesteilen mussten geschehen. Tilly war Herrscher über Norddeutschland und Wallenstein wurde gar Herzog von Mecklenburg. Wallenstein, ein Kämpfer auf der Seite des Kaisers und der Katholiken, war nun an der Ostsee. Das holte nun den Schwedenkönig auf den Plan. Ja, die evangelische Seite hatte verloren. Und Frankreich musste sich noch mehr darum sorgen, dass der Kaiser zu stark wird. Frankreich unterstützte daher nun in dem französisch-schwedischen Krieg die Schweden und wiederum die evangelische Seite. So griff also Gustav Adolf von Schweden, ein Lutheraner, 1613 in den Krieg ein, finanziert von Frankreich. Er kam schon 1632 in der Schlacht von Lützen zu Tode. Aber die schwedischen Truppen blieben in Mitteleuropa bis zum Kriegsende, oftmals als marodierender Haufen. Jetzt aber geschah etwas, als Schweden nun erfolgreich Wallenstein und so weiter zurückdrängten, da wurde Schweden für Frankreich nun zu mächtig. Und nun griff Frankreich mit eigenen Truppen und nicht nur mit Subsidien 1635 in den Krieg ein, um Schwedens Vormarsch zu dämmen. Ausgerechnet in dieser Zeit, in jenen Jahren, hatten die Welfen bei uns in unserem niedersächsischen Raum mal wieder Erbstreitigkeiten. Denn im September 1634 verstarb der bisher recht unglücklich agierende, in Wolfenbüttel residierende Herzog Friedrich Ulrich. Übrigens, es gab zwischen 1640-47 ein weiteres Problem. Die Schaumburger Grafen waren auch ausgestorben. Die Welfen einigten sich verblüffend schnell, 1635 und 36. Da wurde streng genommen festgelegt, was später gang und gäbe wurde, das braunschweigische
Und das Hannoversch-Lüneburgische, sage ich jetzt mal sehr vereinfacht, wurden getrennt. Unser Georg von Calenberg bekam Hannover mit dem Calenberger Land. Das Lüneburgische im Norden war deutlich größer. Es schien so, als wenn der Calenberger gar nicht so erfolgreich war. Auf die Dauer doch. Hannover wurde das Zentrum für das spätere Niedersachsen. Ich will jetzt nicht auf die Einzelheiten hier eingehen, sondern werde wenigstens darauf hinweisen müssen, dass das Hochstift Hildesheim, ja, das bekam der Georg nun doch nicht. Es wurde restituiert, wie man so schön sagt, auch das, was die Welfen schon im Umland um Hildesheim in der Hand gehabt hatten, das wurde wieder an den Bischof gegeben. Lassen Sie mich hier eine Zwischenzusammenfassung machen. Schweden sicherte sich die Macht über die Ostsee und hohen Einfluss in Norddeutschland. Mit der bis 1715 währenden Übernahme der Landesherrschaft über die ehemaligen Stifte Bremen und Verden. Aber Schwedens Wirtschaftskraft war zu schwach, das langfristig zu halten. Frankreich erhielt Zugewinne am Rhein und hatte wirksam den Einfluss des deutschen Kaisers zurückgedrängt. Die Einzelrechte der deutschen Territorien wurden im Westfälischen Frieden gestärkt. Letztlich waren die Landesfürsten zu einem Teil die Sieger. Und das Kaisertum war eigentlich zu einer losen Oberhoheit über faktisch selbstständige Staaten degradiert. Ich komme deshalb zu den Folgen bis heute. Erst einmal die Kriegsgräuel mit zwei Darstellungen. Die Kriegsgräuel oben wahrscheinlich nicht so sehr das Opfer gehängt wurden, die man gemacht hat, sondern wohl ein Kriegsverbrecherprozess. Das berühmte Bild von Jacques Caillaux aus dem Jahr 1632. Und unten wieder Sebastian Francks marodierende Söldner. Weite Teile Mitteleuropas waren arg in Mitleidenschaft gezogen. Schauen Sie sich die obere Karte an. In den dunklen Farben waren mehr als 60% Bevölkerungsverluste zu verzeichnen. In den gelben Farben weniger als 30. Unser niedersächsischer Raum war also noch relativ gut davon weggekommen, aber je stärker man nach Südosten kam, umso schlimmer die Wirkungen. Der Hobbyhistoriker Werner Kemmling hat mit großer Mühe in den 80er Jahren schöne Karten von Niedersachsen gezeichnet und er hat einmal versucht, die Kriegszüge in Niedersachsen zusammenzustellen in den Jahren von 1618 bis 1648. Und Sie sehen, wie sehr gerade auch der Südosten Niedersachsens davon betroffen war, ohne dass ich im Einzelnen darauf eingehe. Die schlimmste Schlacht wohl diejenige, die ich schon genannt hatte. Lutter am Barenberge, 1626. 40.000 Kämpfer, wohl 8.000 Tote. Zur rechten Hand sehen Sie die evangelischen Truppen schon fliehen. Und die Folgen territorialer Art. Hier einmal vereinfacht dargestellt, rot das welfische Gebiet der Braunschweiger Welfen, blau-grau oben das große lüneburgische Gebiet, das dann 1705 mit dem Calenbergischen vereint wurde, Herzogtum Bremen-Verden bis 1715 anfänglich noch in schwedischer Hand. Im Hochstift Osnabrück wurde eine Alternation durchgesetzt, das heißt mal ein katholischer Bischof, gewählt vom Domkapitel, mal eine Nachgeburt, Tertiogenitur der welfischen Herrscher. Der Krieg ernährt den Krieg, so heißt es bei Schillers Wallenstein. Von der Schlacht von Lützen im November 1632, einem sinnlosen Gemetzel, Wallenstein starb, ohne groß kriegsentscheidende Wirkung. Da sind Ausgrabungen gemacht worden und man kann sich Blicke hinein in die Gräberfelder machen heutzutage. Die Gier nach Beute war immer mehr Antriebskraft, Kontributionserpressung. Man spricht in der Literatur Feldzüge aus dem Magen. Die Heere müssen ernährt werden und das geht oft auf brutale Weise. Und man spricht von Magdeburgisieren. Das war 1632, als Tilly Magdeburg
niederschießt, magdeburgisieren. Darauf ist es an ein Fressen und Saufen gegangen, welches 3 ganze Tage nacheinander gewähret und also die magdeburgische Hochzeit, wie sie von Tilly genennet, zelebriert worden, mit Massenvergewaltigungen und Massentötungen. Der englische Historiker schreibt, der Krieg war ein Amalgam aus Verfassungskonflikt, Bürgerkrieg, Religionskrieg und europäischem Hegemonialkrieg. Der Historiker Burckhardt schreibt, zum Teil mit Auszügen hier aus der Frankfurter Rundschau, wenn je ein Krieg vermeidbar war, dann dieser. Deshalb fehlte auch der Wille, den Krieg durch entschiedene Friedensanstrengungen zu verhindern. Die Politik machte eigentlich keine Politik, sondern schmiedete Ränke. Hüben wie drüben machte man keine Zugeständnisse. Den protestantischen Ketzern nicht, den katholischen Teufeln nicht. Wir lernen hieran. So etwas darf nie wieder geschehen. Wann immer Kriege entstehen und beginnen, und es gibt sie so massenhaft auf der Welt zurzeit, muss unser Hauptanliegen, gerade in Deutschland, nach den Erfahrungen des Dreißigjährigen Krieges, nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges zu sein, Frieden stiften. Frieden stiften. Und für dieses Frieden stiften ist Demokratie die politische Form, dass Menschen geordnet miteinander umgehen und nicht brutal und hetzend. Die Friedensverhandlungen zogen sich qualvoll in die Länge. Insofern, als man bereits 1637 hoffte, einen Generalfriedenkongress zu führen. 1641 erst erzeugte man in Hamburg Einigkeit darüber, dass man miteinander verhandeln wollte. Das Besondere an diesem Westfälischen Frieden ist, und da kann man auch etwas lernen. Man versucht nicht in dieser verworrenen Situation, wo keiner eigentlich nachgehen will und eigentlich der Krieg zu Ende geht, weil er nicht mehr ernährt werden kann. Man muss getrennt verhandeln. Man muss Einzelfrieden schließen. Und das ist bei diesem Friedenskongress geschehen. Die protestantischen Mächte wollten nicht mit der Kurie verhandeln, Frankreich und Schweden blockierten sich wechselseitig wegen Rangstreitigkeiten, daher 2 Verhandlungsorte. In Osnabrück trafen seit dem Juni 1645 kaiserliche, reichsständische und schwedische Gesandte zusammen und verhandelten hier direkt. Frankreich hatte gegenüber Kaiser Ferdinand II. Darauf gedrungen, mit den Reichsständen, also mit den einzelnen Territorialfürsten, direkt zu verhandeln. In Münster trafen sich unter Vermittlung der Kurie und Venedigs übrigens die kaiserliche und die französische Delegation. Unterdessen währte der Krieg fort und die aktuellen Ereignisse prägten die Verhandlungen. Es gibt in einer Chronik aus Eldachsen bei Hannover gibt es detaillierte Aufzeichnungen, wie bis in das Jahr 1647 hinein hier schwedische Truppen beispielsweise waren und plünderten, während schon verhandelt wurde. Der Krieg brach zusammen in Ressourcenknappheit. Der Westfälische Frieden wurde erzielt durch getrennte Verhandlungen in Einzelbereichen. Das Ergebnis war die Tendenz zu souveränen Teilstaaten im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Die Siegermächte, wenn man so will, und Siegermacht war am Ende nicht der Kaiser. Die Siegermächte stärkten das Staatliche. Schweden kam gestärkt heraus, in gewisser Weise Spanien, insbesondere die Niederlande, nun souverän. Und die Fürsten machten ein Jus territoriale geltend, das dazu führte, dass faktisch das Heilige Römische Reich deutscher Nation in einzelne große Teilstaaten zerfiel, in denen auf die Dauer Brandenburg-Preußen die stärkste Macht wurde. Wie aber konnte man wieder aufbauen? Die Territorialstaaten legten 100 Jahre lang großen Wert auf Wiederaufbau.
Das territoriale Fürstentum stärkte sich selbst sozusagen durch Wiederaufbau. Die sogenannte Sozialdisziplinierung der frühen Neuzeit ist ein Teil davon. Das erreicht wurde, dass man möglichst ein Heer dauerhaft bestellt. Brandenburg macht das besonders deutlich vor. Damit müssen auch Soldaten diszipliniert werden. Soldaten sind Bauernsöhne im Allgemeinen. Diese Form von Disziplinierung hat den Vorteil, dass die Territorialfürsten nun milis perpetuus, ein stehendes Heer haben und nicht mehr einfach nur Kriegsunternehmern ausgeliefert sind. Diese Sozialdisziplinierung setzt sich fort, beispielsweise gerade bei den evangelischen Ständen, durch genaue Disziplinierungen im Hinblick auf Ehe, Ehre und so weiter. Hierüber habe ich während meiner Tätigkeit als Universitätsprofessor an der Leibniz-Universität Hannover in den 30 Jahren, mehr als 30 Jahren, die ich das Lehrgebiet Regionalgeschichte vertreten habe, in der frühen Neuzeit viele Lehrveranstaltungen gemacht. Ich muss jetzt zum Schluss kommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Rückschlüsse, die wir ziehen können aus diesem Krieg, die hat vielleicht Blaise Pascal, der französische Universalgelehrte, gut zusammengefasst, oder auch später nochmal Jorge Santayana, der spanische Philosoph. Die Gerechtigkeit ist ohnmächtig ohne die Macht. Die Macht ist tyrannisch ohne die Gerechtigkeit. Und diejenigen, die sich nicht der Vergangenheit erinnern, sind verurteilt, sie erneut zu durchleben. Friedenserziehung heißt, die Bitterkeit des Krieges auch zu vermitteln. Ich sage das als Mann von Anfang 70, der das Glück hat, allein in Friedenszeit gelebt zu haben, aber aus seiner frühen Kindheit noch so viel mitbekommen hat, was der Zweite Weltkrieg alles angerichtet hat. Ich sehe mit großer Sorge, wie heutzutage schon wieder getönt wird über Macht und wie sehr einfache Prinzipien von Kraft und von Gewalt einfach verbreitet werden. Die Welt ist differenziert und sie ist schwierig. Die schwierige und differenzierte Welt heilt man nicht dadurch, dass man das macht, was im Dreißigjährigen Krieg geschehen ist. Heilt man nicht dadurch, dass man das macht, was im Zweiten Weltkrieg geschehen ist. Sondern heilt man dadurch, dass man spricht miteinander. Wie ich schon sagte, dass man demokratische Prinzipien aufrechterhält. Das ist wichtig. Da haben wir Historikerinnen und Historiker eine Aufklärungsarbeit. Und eine solche Aufklärungsarbeit leistet auf diese Weise auch der Historische Verein für Niedersachsen. Besuchen Sie dessen Internetseite. Kommen Sie, sobald es wieder möglich ist, zu den Vorträgen. Werden Sie Mitglied im Historischen Verein für Niedersachsen. Es lohnt sich. Und vielen Dank fürs Zuhören, Ihr Karl-Heinz Hauptmeier.